Wird China die führende Technologieweltmacht? Läuft China uns in entscheidenden Hightech-Sektoren und Bereichen davon? Welche Konflikte entstehen dadurch und welche Probleme? Und hat das Ganze für uns vielleicht nicht nur negative Konsequenzen, sondern auch eventuell ein paar positive? Zum Beispiel, wenn man es aus der Sicht eines Anlegers sieht. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen und bevor es losgeht, muss ich noch ein paar Worte zu meinem letzten Video sagen, zu dem Video über Platin. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich in dem Video drüber geschwärmt, wie doch Palladium durch die Decke gegangen ist und unterlegt war das Ganze aber mit einem Chart von Platin nochmal, das ja dann überhaupt nicht durch die Decke gegangen ist, sondern das im Gegenteil ja stark gefallen ist. Das war natürlich unglücklich. Wir haben das Video darum auch wieder rausgenommen und den Fehler korrigiert und richtig wieder eingestellt. Aber die Zuschauerkommentare unter der ersten Version, die waren dann auch weg. Inklusive der Kommentar von dem Zuschauer, der den Fehler eigentlich entdeckt hat, ohne den wir es vielleicht gar nicht gemerkt hätten. Darum an der Stelle, an den unbekannten Zuschauern, nochmal vielen Dank für den Hinweis und überhaupt natürlich danke für viele gute Kommentare diesmal wieder, unter anderem auch zur Katalysatorentechnologie diesmal, was ja für Platin eine wichtige Rolle spielt. Also selbst wenn Sie in dem Video an sich überhaupt nichts Neues erfahren haben, bei den Kommentaren darunter haben Sie auf jeden Fall einiges lernen können. Und in dem Zusammenhang jetzt nochmal der Hinweis auf meinen nächsten Zukunftsmärkte-Report mit Aktien aus dem Platin-Sektor. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind gratis und der Report mit den Platin-Aktien, der geht morgen raus. Darum, falls Sie es noch nicht gemacht haben, gleich anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nutzen Sie das, das ist eine zusätzliche Informationsmöglichkeit einfach, die Sie ja auch nichts kostet. Gut, unser Thema jetzt ist China. Das ist ein großes und ernstes Thema. Wird China zur führenden Technologienation und läuft es uns in Zukunft den Rang ab eventuell? Was ja auch eine Frage ist von Wohlstand, von unserer eigenen wirtschaftlichen Zukunft und auch von Macht natürlich, ganz schlicht und einfach. Bei der Wahrnehmung von China, da sind die Leute immer noch sehr gespalten. Es gibt einerseits noch das Bild von China als Billigproduzenten, der die ganze Welt überschwemmt mit billigen Produkten, den man aber nicht so ernst nehmen muss, was jetzt Hochtechnologie betrifft. Das hat vor 20, 30 Jahren vielleicht noch gestimmt, wobei man sich schon damals auch hätte die Frage stellen müssen, warum ist da ausgerechnet China so erfolgreich? Weil niedrige Löhne, die gab es an vielen Orten auf der Welt, aber ausgerechnet China hat es ja geschafft, bei so vielen Produkten damals schon wirklich die Weltproduktion mehr oder weniger an sich zu reißen. Also offensichtlich waren die Chinesen damals schon sehr gut organisiert. China will jetzt aber in der Wertschöpfungskette natürlich aufsteigen und das mit aller Macht. Und das hat viele im Westen stark alarmiert. Das ist eben jetzt das andere Bild, das man inzwischen von China hat. Ein Land, das stark wächst, das stark vorankommt und das uns eines Tages dadurch eben auch über den Kopf wachsen könnte. China wird immer mehr als Gefahr gesehen, was wir unter anderem daran ablesen können, an den Debatten, die wir bei uns gehabt haben in den letzten Jahren, dass China uns aufkauft zum Beispiel, dass China unsere Spitzenunternehmen wegkauft. Und natürlich auch der Konflikt zwischen China und USA in letzter Zeit, der immer schärfer wird, der von der Trump-Regierung ausgegangen ist und der natürlich wirtschaftlich motiviert war in erster Linie. Bei allem anderen, was man China ja auch zu Recht vorwerfen kann, aber das eigentliche Motiv für diese scharfe Konfrontation jetzt, das ist natürlich die Furcht, dass China den USA über den Kopf wächst und dass es die Dominanz der USA bedroht in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht.
Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den USA, die sind von 2000 bis 2017 pro Jahr gestiegen um 4,3% im Schnitt. In China sind sie in der gleichen Zeit um 17% gestiegen. Dadurch hat China die Vereinigten Staaten letztes Jahr bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung auch überholt. Das gleiche bei den internationalen Patentanmeldungen. Auch da hat China die USA letztes Jahr überholt. Und hier haben wir auch noch die naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen. Das ist eine Grafik von der Zeitung Nikkei. Und auch da, wie wir sehen können, hat China stark aufgeholt die letzten Jahre und liegt jetzt auf Platz 1. Natürlich gibt es viele, viele Chinesen, darum können auch viele Chinesen was veröffentlichen. Aber dadurch, dass man eben auch das Universitätssystem und das Hochschulsystem so stark ausgebaut hat, dadurch hat man jetzt eben auch unglaublich viele Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure und Informatiker, die unglaublich gut ausgebildet sind und die viel bewegen können. Und was viele westliche Beobachter aber wirklich aufgerüttelt hat, das war die Initiative Made in China 2025. Die ist 2015 verabschiedet worden und China hat da zum Beispiel 10 Schlüsselindustrien definiert, in denen man mal eine führende Position haben will. Informationstechnologie zum Beispiel, Elektromobilität, neue Werkstoffe, Robotik, Biotechnologie und so weiter. Und 2049, wenn der 100. Geburtstag der Volksrepublik ist, wenn sie den feiern kann, da will China dann die führende Industrienation der Welt sein. Was man in den USA sofort und ganz klar aufgefasst hat als eine existenzielle Bedrohung der amerikanischen Technologieführerschaft. Und dagegen geht man in den USA jetzt auch vor. Angefangen mit dem Handelskonflikt, mit den Strafzöllen auch. Die neuesten Beispiele sind dann der Verbot von TikTok und von ByteDance in den USA und das Vorgehen gegen Huawei. Ein klassischer Vorzeigekonzern natürlich aus China mit fast 200.000 Mitarbeitern, Technologiekonzern, Netzwerkausrüster, der die Konkurrenz im Westen technologisch absolut nicht scheuen braucht, der da absolut mithalten kann. Die USA begründen das mit Fragen der nationalen Sicherheit und mit Chinas unfairen Handelspraktiken. Was zum Teil auch stimmt, letzteres. Wobei vieles auch nicht so ist, wie das bei uns oft immer noch dargestellt wird. Also was zum Beispiel nicht stimmt, ist, dass ausländische Unternehmen in China keine Geschäfte machen dürfen ohne chinesischen Partner, der dann die Technologie jedes Mal rausziehen würde. Das stimmte in einigen wenigen Bereichen, Autoindustrie zum Beispiel, wo es jetzt aber auch nicht mehr so ist, also siehe Tesla. Aber es war sicherlich richtig, von den USA da faire Praktiken auch einzufordern. Was auch nicht stimmt im Übrigen, was auch viele immer noch glauben, das ist, dass die meisten chinesischen Konzerne dem chinesischen Staat immer noch gehören, weil es ja ein kommunistisches Land ist. Gerade die großen und die besonders innovativen Konzerne, die auch im Ausland dann investieren, das sind sehr oft rein private Unternehmen, wie Huawei, wie Alibaba, wie Geely oder Baidu ja zum Beispiel auch. Der erste Suchalgorithmus von Baidu, der ist in den USA zum Patent angemeldet worden, nicht in China. Was jetzt die Frage der nationalen Sicherheit betrifft, das ist natürlich sehr dehnbar. Nehmen wir das Beispiel Huawei wieder. Es ist eben eine Sache, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ist unsere Kommunikation noch sicher, wenn das über Netzwerke von Huawei läuft? Das ist vielleicht legitim, das wird ja auch bei uns diskutiert in Deutschland, wobei man auch mal nicht vergessen sollte, wer das Handy von Angela Merkel abgehört hat. Das waren nicht die Chinesen, das war die NSA. Und zwar noch unter Barack Obama und nicht unter Donald Trump, dem bösen Unhold. Nur hat man das alles dann auch wieder schnell vergessen, bei ein paar Weißbier auf Schloss Elmau. Aber wie auch immer, wie gesagt, so eine Frage ist sicherheitsrelevant für uns. Das ist die eine Sache möglicherweise. Aber eine ganz andere Sache ist es natürlich, wenn die USA sagt, wir schneiden Huawei grundsätzlich von amerikanischen Halbleitern und Bauteilen ab. Huawei braucht solche Komponenten dringend. Huawei ist nach Apple und Samsung der drittgrößte Käufer von Halbleitern weltweit. Und wenn man sagt, dass jedes Unternehmen auf der Welt
dass irgendwas an Huawei verkauft, das amerikanische Technologie in irgendeiner Weise enthält, dass jede solche Transaktion in Zukunft von den USA genehmigt werden muss, heißt das eben nicht mehr, dass man nur seine eigene Infrastruktur schützen will, weil die betrifft es ja gar nicht mehr, sondern das heißt, dass man Huawei grundsätzlich ja die Zerstörung androht zumindest. Das Problem für die nationale Sicherheit der USA ist also offensichtlich nicht Huawei, also ist offensichtlich Huawei an sich, also dass es in China eben so ein Unternehmen gibt. Das ist offenbar das, was man in den USA nicht haben will. Und nachvollziehbarerweise wird das in China inzwischen auch so gesehen, dass also viele Gründe für die US-Sanktionen eigentlich nur vorgeschoben sind und dass es aber grundsätzlich darum geht, dass Chinas Aufstieg zu einer führenden Technologienation gestoppt werden soll. Und dass das die Chinesen so sehen, das kann man ihnen inzwischen eigentlich auch gar nicht mehr verdenken. Ich habe in meinem letzten Video zum Handelskonflikt auch schon die Frage aufgeworfen, ob dieses Vorgehen gegen China wirklich angemessen ist. Es ist für uns offensichtlich schwer zu schlucken, dass die größte Wirtschaftsnation und die führende Technologienation eines Tages ein Land sein könnte, das nicht aus der westlichen Hemisphäre kommt und das nicht nur eine andere Kultur hat und andere Werte hat, sondern auch natürlich ein anderes politisches System. Das gefällt uns vielleicht nicht. Aber wir sollten uns trotzdem die Frage stellen, erstens, also ob wir zurzeit möglicherweise den Teufel nicht zu sehr an die Wand malen bei der ganzen Geschichte, ob das alles wirklich so schlimm ist. Und zweitens, mit welchem Recht wollen wir China einen solchen Aufstieg verwehren? Und auch, ist es besonders klug, das zu versuchen? Dass China da zu Recht empfindlich drauf reagiert, ist auch klar. Und die viel schlechtere Alternative meiner Meinung nach wäre, wenn dieses Zerwürfnis, das wir jetzt ja schon in Teilen haben, wenn dadurch tatsächlich sowas wie eine Entkopplung eines Tages entstehen würde, sodass wir am Ende zwei voneinander stark abgeschottete Wirtschaftsblöcke und Technologieblöcke haben, die fast nicht mehr miteinander kooperieren. Ich glaube es letztlich nicht, dass es so kommen wird, aber es wäre denkbar und es wäre absolut schlecht. Und China hat kein Interesse daran, mit dem Westen weiter in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten, wenn es der Anspruch des Westens ist, China um jeden Preis klein zu halten. Und davon mal abgesehen, sowas kann auch kurzfristig wirklich mal zu Verwerfungen führen und das kann zurückschlagen. Was wäre denn gewesen, wenn China auf die Huawei-Boykotte mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen reagiert hätte und gesagt hätte, dann gibt es eben auch keine Komponenten und keine Kameralinsen mehr für Apple oder es gibt für euch keine Atemschutzmasken mehr oder es gibt keine Grundstoffe für Medikamente und für Antibiotika mehr und, und. Also auch wir sind verletzbar und auch wir sind abhängig in so einem Konflikt. Wie geht die Geschichte aus? Wird China letztlich die führende Technologienation? Ich glaube nicht, dass wir das heute schon absolut beantworten können, aber es gibt in diesem Ringen um die Technologieführerschaft spannende Entwicklungen, auch gerade ganz aktuell. Und ich greife davon zweimal ganz kurz jetzt raus, nämlich den Halbleiterbereich und den Bereich 5G, also der neue Hochgeschwindigkeitsmobilfunkstandard. In der Halbleiterindustrie, da passiert gerade Folgendes. China hat gemerkt, dass die Halbleiter seine offene Flanke sind. China ist der größte Halbleitermarkt der Welt, aber es stellt im Vergleich dazu relativ wenige Halbleiter her und muss die darum einführen. Letztes Jahr hat China Halbleiter importiert für 306 Milliarden Dollar. Das waren 15% der chinesischen Importe insgesamt. China hat damit mehr für Halbleiterimporte ausgegeben als für Ölimporte. Und China hat jetzt aber im Zuge der Huawei-Affäre gelernt, dass man auf das auch, was dem Westen nicht besonders gefällt, nämlich dass es seine Schlüsselindustrien großzügig fördert, staatlich großzügig fördert, dass man da keine Rücksicht mehr drauf nehmen muss. Und darum hat man sich jetzt im Mai
zusätzlich zu der ganzen Made in China-Initiative nochmal extra für ein zusätzliches riesiges Förderprogramm entschieden, nur für die Halbleiterindustrie mit einem Umfang von 1,4 Billionen Dollar für die nächsten 6 Jahre. Also eine unglaubliche Summe. Damit werden gefördert die Chip-Entwicklung in China, die Chip-Produktion in China und Software- und künstliche Intelligenzentwicklung. Und was das für Auswirkungen haben kann für ein einzelnes Unternehmen, das sieht man zum Beispiel sehr schön am Aktienkurs von Semiconductor Manufacturing International. Das ist ein chinesischer Halbleiter-Auftragsproduzent. Sowas ähnliches wie Taiwan Semiconductor, nur kleiner. Das ist jetzt plötzlich eins von den Unternehmen, die eine Schlüsselposition haben in der chinesischen Industriepolitik. Wir haben hier den 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Die Aktie hat sich in einem Jahr zeitweise verfünffacht zwischenzeitlich. Trotz Kapitalerhöhungen, da ist natürlich zusätzliches Geld reingepumpt worden jetzt. Ob man da jetzt noch einsteigen soll bei dem Wert, das ist eine andere Frage. Aber Sie können daran schon mal sehen, wie es laufen kann, wenn so ein Konzern in China plötzlich eine strategische Schlüsselposition hat. Und genauso interessant momentan ist die chinesische 5G-Offensive. 5G, neuer Mobilfunkstandard, ungefähr 100 mal höhere Datenübertragungsraten wie das, was wir jetzt haben. Reden tut natürlich jeder von 5G und jeder weiß mehr oder weniger auch, dass das im Technologiewettbewerb wahrscheinlich einer von mehreren entscheidenden Faktoren ist. Was Industrie 4.0 betrifft oder das Internet der Dinge, Automatisierungsprozesse oder die Verzahnung von diesen Produktionsprozessen, dann autonomes Fahren und so weiter, hängt alles damit zusammen. Und für die chinesische Führung ist es schon lang sehr klar, wir werden hier eine führende Position einnehmen, wir werden das schneller implementieren und die Infrastruktur auch viel schneller hochziehen als andere Länder. Und wir werden uns damit in allen anderen digitalen Bereichen eben auch entsprechend Vorteile verschaffen. Und genau das passiert gerade auch in China. China hat jetzt schon 500.000 5G-Mobilfunkstationen hochgezogen und hat auch schon 100 Millionen 5G-Nutzer. Und das Ziel bis zum Jahresende sind 800.000 Stationen und 200 Millionen 5G-Nutzer. Und das werden sie wahrscheinlich auch schaffen. Und das Investitionsvolumen in den Sektor, das liegt bei 29 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr und bei 215 Milliarden Dollar über die nächsten 8 Jahre hinweg. Und das alles macht diesen 5G-Sektor in China natürlich auch zu einem sehr spannenden Thema, gerade für Anleger. Ein Thema, das ich jetzt auch nur anreißen konnte natürlich, das wird uns noch viel beschäftigen, unter anderem demnächst auch im Zukunftsmärkte-Report. Also auch darum lohnt es sich, sich einzutragen für die Zukunftsmärkte-Reports, nicht nur wegen dem Platin-Report diese Woche. Also nicht vergessen, und wir werden uns natürlich aber auch hier auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal noch viel beschäftigen mit China, mit Zukunftstechnologien in China, mit dem technologischen Wettstreit natürlich auch und mit entsprechenden Einzelunternehmen, die in der Hinsicht interessant sind. Es bleibt also spannend. Bleiben Sie dran bei diesen Themen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute für Sie und Dankeschön fürs Zuschauen.